Hi, ich bin der Steini. Ich bin jetzt seit über 40 Jahren Fortuna-Fan. Hab viele Spieler kommen und gehen sehen, viele Legenden, weniger bekannte Legenden, viele Nieten. Ich habe sensationelle Siege gesehen, ich habe Debakel erlebt, ich habe zwei Pokalsiege erlebt und das und dies, ich war beim Europapokalfinale. Und genau diese Truppe ist für mich die Legende der Fortuna. War der 16. Mai 1979, mein Vater weckt mich. Sagt, dein Opa ist mit dem Fahrrad zum Finale 33 nach Köln gefahren. Ich bin mit meinem Bruder im Fiat 500 nach Offenbach geheizt zum Aufstiegsspiel und du fährst heute nach Basel. Gesagt, getan, Klamotten gepackt, anderthalb Stunden später war ich im Fanbus vom Bremenplatz nach Basel. Ein unglaubliches Gefühl, Wahnsinn, waren zwar nur besoffen im Bus, aber was soll's, Hauptsache ich fahre nach Basel. Ja, wunderschönen Vormittag da gehabt, Mittag gehabt, zum Spiel hin. Ich komme ins Stadion rein, atemberaubend, ich weiß nicht wie viel, 30, 35.000 Fans von Barcelona, 10.000 Fortuna und ein Spiel, gut, jeder von euch kennt es, sollte es kennen, was unvergessen ist und das ist immer gerade als Köttel, das hat einen so geprägt. Und dann kommst du nach dem Spiel aus dem Stadion raus, Barcelona-Fans kommen auf einen zugestürmt, wollen Schals tauschen, wollen Sack tauschen, weil sie Fortuna einfach so lieb geworden haben. Und ihr könnt mir einfach glauben, das Spiel hat mich stark gemacht für Dreckspiele in Teberen, für ganz schlimme Situationen auf Platz 11 in den Spiele gegen Rot-Weiß Essen, gegen Oeln. Ich sag nur, da ist die Legende geboren und die Legende ist in meinem Herzen und deshalb werde ich immer Fortuna-Fan bleiben und ich hoffe, ihr werdet so Sachen erleben wie ich. Ja, ich will nicht sagen, wir kommen dieses Jahr nach Europa, aber wir kommen wieder. Was für ein Aufschrei, als Gerd Zewe, Wolfgang Seel, die Alofsbrüder auf den Balkon gekommen sind, um sich als Verlierer feiern zu lassen. Wie hat der Express so schön geschrieben, setzt sich an Wellentrug rot-weiß an dem Tag. Und ich kann mich noch daran erinnern, es kam das Versprechen, ich glaube von Wolfgang Seel, er möchte nie wieder mit leeren Händen auf dem Balkon stehen und ein paar Monate später haben sie den Pokal hier hochgehalten nach dem legendären Spiel gegen Hertha BSC Berlin. Unvergessen, 116 Minuten, Wolfgang Seel, was für ein Tor, was für ein Aufschrei, Gänsehaut heute noch. Viele Abstiege erlebt, leider, viele Aufstiege erlebt, das war immer mein Verein, immer.